Gekkabor ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze. Er existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Reptine und Gewaldro. Neben Flamly und Hydropie ist Gekkabor eines der Starter-Pokémon aus der Hönnregion. Gekkabor ist ein kleines, zweibeiniges und Gecko-ähnliches Pokémon. Der Schweif ist dunkelgrün und bis auf den Unterkiefer, den vorderen Teil des Halses sowie den Brust- und Bauchbereich, die rosa gefärbt sind, ist der übrige Körper hellgrün. Der Kopf und die an den Seiten liegenden Augen sind verhältnismäßig groß und setzen sich aus gelber Lederhaut und langen, schmalen und schwarzen Pupillen zusammen. Das Pokémon hat eine abgerundete Schnauze sowie zwei kleine Nasenlöcher und einen ebenfalls kleinen Mund. Die schmalen Arme sind an den Händen mit je drei kleinen Fingern ausgestattet und die kurzen Beine gehen in lange Füße über. An diesen sind dann je drei runde Zehen zu erkennen. An den Sohlen befinden sich winzig sichtbare Haken, die Gekkabor ermöglichen, an den Wänden entlang zu kriechen. Auffällig ist der große abgerundete Schweif in dunkelgrüner Farbe, der aus zwei optisch abgetrennten Teilen zusammengesetzt ist. Und in seiner Shiny-Form ist der hellgrüne Körperbereich türkis gefärbt, der Schwanz dunkelrot und das normalerweise rosa gehaltene Areal erscheint hier gräulich. Gekkabor ist ein schnelles Pokémon, welches vor allem durch Spezialattacken großen Schaden anrichten kann. So greift es Gegner beispielsweise mit Attacken des Typ Pflanze wie Energieball oder Gigasauge an oder schlägt mit seinem kräftigen Schweif zu, indem es Fund einsetzt. Seine flinken Bewegungen zeigen sich in Attacken wie Ruckzuckhieb, Agilität oder Verfolgung. An den Füßen besitzt Gekkabor kleine Haken, welche es ihm ermöglichen, an den Wänden hochzuklettern und sogar kopfüber an Decken zu haften. Wie alle Pflanzenstarter-Pokémon ist Gekkabor mit genügend Zuneigung dazu in der Lage, von einem Attackenlehrer die Kombinationsattacke Pflanzensäulen zu erlernen. In Kombination mit Feuersäulen steigt die Wirkung und ein Meer aus Feuer wird entfacht, das Gegnern schadet. Mit Wassersäulen entsteht ein Moor, das die Initiative von Gegnern senkt. Und ebenfalls teilte sich mit den Pflanzenstartern die Standardfähigkeit Notdünger. Besitzt ein Pokémon mit Notdünger nur noch wenig Kraftpunkte, erhöht sich die Stärke von Pflanzenattacken um 50%. Einige Exemplare jedoch können die versteckte Fähigkeit Entlastung besitzen, welche die Geschwindigkeit Gekkabors noch weiter erhöht, wenn es ein getragenes Item verliert oder nutzt. Das blitzschnelle Waldgecko-Pokémon Gekkabor lebt in selbstgebauten Nestern auf hohen Bäumen, welche es beschützt, indem es Eindringlinge verjagt. Es ist aus diesem Grund auch als Wächter der Bäume bekannt. Mit seinem Schwanz ist es dazu fähig, die Luftfeuchtigkeit zu messen und das Wetter des nächsten Tages vorherzusagen. Das Pflanzen-Pokémon zeichnet sich außerdem durch seine innere Ruhe aus und ist stets beherrscht, sodass kaum jemand jemals gesehen hat, dass ein Gekkabor panisch reagiert. So entgegnet es zornigen Blicken von Feinden, indem es diese ruhig und bewegungslos erwidert. Und dabei ist Gekkabor der erste Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe, kann sich zu Reptain weiterentwickeln, welches sich wiederum zu Gewaldro entwickeln kann. Und weiterhin kann Gewaldro seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir eine Mega-Entwicklung vollführen. Gekkabor und seine Entwicklungen sind alle vom Typ Pflanze, die Mega-Entwicklung von Gewaldro hat zusätzlich aber noch den Typen Drache. Durch die Entwicklung Gekkabors wird es größer, widerstandsfähiger, stärker und schneller. Im Laufe dieser Entwicklungen verändert sich der Körper Gekkabors von dem eines kleinen Geckos zu dem eines großen und starken Basilisken und das Pokémon gewinnt deutlich an Stärke und Kraft hinzu. Die erste Entwicklungsstufe Gekkabor weist bereits eine immense Geschwindigkeit auf und baut diese durch seine Entwicklungen noch weiter aus. Wie bei allen regulären Starter-Pokémon wird die Entwicklung in den Spielen der Hauptreihe von Gekkabor zu Gewaldro bei Erreichen von mindestens Level 16 durchgeführt, die von Gewaldro zu die Entwicklung von Gekkabor zu Reptain wird auf Level 16 ausgelöst, Entschuldigung. Und von Reptain zu Gewaldro auf Level 36. Die Entwicklung von Gewaldro zu Mega Gewaldro geschieht dann durch ein Gewaldro-Need. So, jetzt haben wir es richtig. Und mit seinem Typen Pflanze nimmt Gekkabor halben Schaden gegen Pflanzen, Wasser, Elektro und Bodenattacken, doppelten Schaden gegen Feuer, Eis, Gift, Flug- und Käferattacken.
und der Rest macht normalen Schaden.